Hallo und willkommen zurück zu Banishers Ghost of New Eden. Wir werden mal kurz zurückreisen. In der letzten Folge haben wir ja das Eisen besorgt und haben hier oben das linke West hier gemacht, bis auf die Hauptquest. Und wir wollen natürlich hier das Eisen abgeben. Dann haben wir die Quest auch erledigt. Kate kann man leider noch nicht erreichen. Das war der Schmied, glaube ich. Guten Tag, Nelly. Und jetzt, wo ihr da seid, noch besser, Mr. McWaith. Ich musste danach graben, aber ich habe Eisen für euch gefunden. Genügt euch das? Auf jeden Fall. Gebt mir etwas Zeit und ich werde etwas Nützliches für euch fertigen. Wartet's nur ab. Ihr werdet begeistert sein. Da bin ich mal gespannt. Ja, das war's erst, ne? Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McWraith. Dann haben wir das Eisen los. Wir könnten es auch noch verfolgen, aber das würde jetzt nichts bringen, weil wir abwarten müssen. Was ich aber gerne machen würde, das müssen wir sich mal markieren. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Die Hexe wäre natürlich sehr sinnvoll. Die ist, glaube ich, hier, ne? Da ist ein Nest noch. Da hätten wir das hier und da hätte ich einen Altar. Ich weiß gar nicht, ob ich da hinkomme. Ich glaube nicht, weil da müssen wir erst da durch. Und da ist noch eine Wand. Ein bisschen was zusammen und ein Fragezeichen hätten wir hier noch. Da wäre noch einiges. Und da wäre der Soldat. Ich weiß bloß noch, wo da die Hexe war. Ach, die war auf der Insel, ne? Genau. Da ist der Hexenladen. Da will ich irgendwann noch mal hin. Da unten ist auch noch einiges. Es gibt hier noch jede Menge zu tun. Die Altane wären eigentlich gar nicht mehr so unwichtig. Aber ich würde sagen, wir reisen wieder zurück. Machen erstmal die Hauptquest. Vielleicht erlerne ich noch irgendwie das mit den Ranken. Weil das wäre bitte nötig. Außerdem müssen wir hier eh erst ein bisschen Zeit vergehen lassen. Damit wir die letzte Quest vergehen lassen können. Oder bis der etwas verrichtet. Dann würde ich mal sagen, reisen wir hoch. Und was wir hier noch haben, ist dieser Altar. Vielleicht finden wir die zwei Teile noch. Dann wird er auch fertig. Und in diesen zwei Türen dachte ich eigentlich, ich hätte da schon Schlüssel, aber irgendwie noch nicht. In der Nähe müssen ja die Figuren sein. Eine haben wir hier. Eine haben wir schon im Inventar, das weiß ich. Ich habe nur zwei von drei. Mir fehlt leider noch eine. Eine habe ich ja gerade gefunden.
Es muss noch irgendwo eine in der Nähe sein. Da schauen wir uns mal ganz kurz um. Irgendwas höre ich hier, aber ich kann es noch nicht so einordnen. Oh, geht's näher? Da ist, glaube ich, was. Wir haben den Navigator. Sehr schön, und da drüben ist noch was, oder? Sehr schön. Und da haben wir noch was. Eine Seelenscherbe. Okay, das war's. Dann können wir das auf jeden Fall fertig machen. Da gibt es bestimmt wieder was Feines. So, jetzt kann ich das Ritual auch durchziehen. Hinfort, unreiner Geist. Okay, Scharfsicht. Oh, eine neue Brosche. Und die kann ich aufrüsten. Mehr Schaden. Weberei ist gleich. Ich hätte halt da Weisheit aus der einen. Das würde ich halt verlieren und Ausdauer, aber hier hätte ich Geschick und Vitalität. Wenn ein Gegner mit einer Manifestation besiegt wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 100% mehr Schaden. Weiß ich noch nicht. Aber wir könnten es updaten. Leersplitter, okay. Eigentlich das da. Wie komme ich da hin? Ach so, ich muss das erst folgen. Irgendwie bin ich falsch abgebogen. Ich muss mal das selber anfangen, ha? Bereit für die nächste wilde Fahrt? Abgesehen von den Umständen ist das doch recht romantisch. Sind Horden wütender Schemen etwa nicht nach deinem Geschmack? Mit dir an meiner Seite sind sie das. Da gibt's aber bestimmt wieder eine Geißel in der Mine. Da könnte ich was wetten. Auf den Wind könnte ich verzichten. Nicht so romantisch, wie du es dir vorgestellt hattest, ne? Vielleicht sollte ich jetzt um deine Hand anhalten. Versuch's ruhig, dann schneide ich das Seil durch. Tja.
Da wäre noch ein Lagerfeuer, da könnten wir vielleicht doch. Das wäre Seil. Achso. Das soll ich doch schnell updaten. Lagerfeuer war anders. Dachte, hier wäre eins. Okay, vergiss es. Schnell! Sie nähren sich an ihrem eigenen Zorn. Was, du wehrst dich oder was? Ah. Die Löschstunde bei Rocky hat sich gelohnt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da überall war. Hier schon drin. Ja, sieht geplündert aus. Alles gut. Ich frage mich, ob man da noch mehr Siedlungen finden kann. Die Aussicht ist wunderschön. Ich bin jetzt so schön. Ich wache jeden Morgen neben einer schöneren auf. Wollt ihr mich um den Finger wickeln, werte Dame? Vorsicht, denn euer Plan wird mit Sicherheit aufgehen. Da fällt mir gerade was ein. Hättet ihr da nicht irgendwo Schatz sein sollen? Hier bei die Wasserfälle oder so? Was guckst du? Ich bitte mal an, wir haben eine Schatzkarte. Das sind ein wenig stark hier, oder? Da war ich doch schon mal, ja. Blockiert. Hoffentlich führt ein anderer Weg hinein. Ja. Und? Haben wir einen Termin? Nur mit Termin! Oh. Oh. Ah, du willst also kämpfen? Das war's für dich. Das will er nicht, so schnell ausweichen kann, ha? In die Hüfte, ha? Junge. Gut, der mit dem Tür ist lang für mich. Sehr schön. Okay. Das Ding da, das traue ich mir irgendwie nicht. Und da geht's ja doch noch weiter, oder? Naja, lass mich mal ganz kurz hier oben gucken. Da gibt es nämlich Material. Und da komme ich wieder zurück. Alles klar. Ich weiß nicht, soll ich das machen? Sollen wir es mal probieren? Es ist halt recht eng zum Kämpfen, ne?
Ach komm. Fügt euch und zeigt euch. Darf ich auch mitmachen? Ja, klar, du darfst zuerst. Da ist noch einer. Schön, die sollen daher kommen. Halt den Schemen von der Leiche fern. Welchen? Welchen? Ach, den da. Erledigt. Ich glaube, wir haben einen Nerv getroffen. Mach Platz, Fifi. Das war absolut scheiße von mir jetzt. Was weichst du aus? Steht ja so gar nicht im Drehbuch. Hier, das ist für dich. Weißt du was? Du kriegst jetzt die Prügel von meiner Frau. Ich bin bereit. Level 15? Blödsinnigerweise haben wir es geschafft. Attribute erhöhen sich plus 1. Oder schreit hier so eigentlich? Da muss doch was sein zum Sammeln. Irgendwo hier, oder? Ich glaube, wir müssen erst eins runter. Na schauen. Was? Ist bloß wegen dem Material hier. Okay, für den Zeug haben wir nicht viel. Okay. Wir müssen trotzdem darüber. Zu fallen, nachdem man von einem irrwischen Ackerschuss erschreckt wurde. Das lässt du mich nie vergessen, was? Okay, normalerweise wären wir sonst über die Brücke gekommen. Die ist aber zerstört. Okay. Bin schon wieder begeistert hier. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Ich sehe, ihr habt ihr hergefunden. Sebastian. Was macht ihr hier? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Auch wenn es nicht einfach sein wird, durch diese düsteren Tunnel zu navigieren, werde ich mein Bestes tun, euch den Weg zu zeigen. Weißt du was? Hab Dank. Auf der Suche nach der Quelle für den Zorn von Horden von Untoten hat man doch gern gute Gesellschaft. Ich fürchte, ihr Zorn ist gerechtfertigt. Viel Tragisches ist an diesem Ort geschehen.
Penningtons Taten sind ungeheuerlich. Euer Tod muss eine schmerzende Wunde sein. Ich bin Soldat. Ich werde für meine Dienste bezahlt. Und der Tod gehört dazu. Einer stirbt, damit viele leben können. Ich habe den Kranken und Sterbenden gedient. Als ich an der Reihe war, war ich bereit. Aber jetzt im Fort, das ist kein nobles Opfer. Einer stirbt, damit alle anderen ebenfalls sterben. Erzählt uns ein wenig mehr über Helen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch erzählen könnte. Meine Gemahlin ist eine starke Frau und eine ehrliche Haut. Jeder Tag an ihrer Seite ist ein neuer Segen. Sie ist meine Frau und meine beste Freundin. Ich hatte nie mit jemandem wie ihr gerechnet. Als sie in mein Leben trat, wusste ich, dass ich zu Hause war. Dank ihr wollte ich ein besserer Mensch werden. Ah, das Gefühl kenne ich. Sie gab mir ein Taschentuch. Ich hielt es fest, als sie starb. Es war ein Symbol unserer Liebe. Sie war und ist immer in meinen Gedanken. Und sie ist es nach wie vor. Sie ist meine Welt. Jetzt und für immer. Was werden wir dort unten finden? Den Zorn der Verlassenen. Sie haben ihm vertraut. Er hat sie hintergangen. Er hat sie zurückgelassen. Ich bezweifle, dass sich ihr Zorn besänftigen lässt. Wir müssen weiterziehen. Bleibt in der Nähe. 20 Geldstücke hat er sogar gegeben. Wann immer ihr soweit seid. Ja, gleich. Mal. Okay, ich glaube, das war's hier. Jellicoes Mine. Nicht mehr weit, dann werdet ihr gefunden haben, was ihr sucht. Hoffe ich. Schade. Dabei habe ich unseren kleinen Spaziergang doch so genossen. Da erwartet mich bestimmt nichts Gutes. Nicht, wenn die Musik schon wieder so einsetzt. Ich hoffe, ich kann hier unten nochmal speichern oder sowas. Huch. Ach, na, wunderbar. Ich glaube, von hier aus kommst du nach unten. Ich habe ein anderes Problem. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wie komme ich da runter? Hä? Okay. Rätsel gelöst. Ist alles in Ordnung? Bringen wir es einfach zu Ende. Das heißt, ich komme hier gar nicht mehr hoch? Pennington hat die Barrikaden wie aus dem Nichts befohlen. Ich hatte kaum Zeit, mich von Helen zu verabschieden. Das muss furchtbar gewesen sein. Ein Soldat muss Opfer erbringen. Ja, lass mich bloß schnell das Zeug hier einsammeln. Das haben wir nämlich nicht in Hülle und Fülle.
Und da ist auch nochmal was. Aber da komme ich wahrscheinlich gar nicht durch, ne? Kinder leicht. Doch. Wenn wir nur Kinder wären. Da ist, glaube ich, sogar noch was. Schauen. Und wir haben sogar noch was gefunden. Der Fluch von New Eden, der Verlust des Zeitgefühls. Ich habe Angst davor, meine vorherigen Seiten zu lesen und zu erkennen, dass ich monatelang nur zusammenhangslos Geschwafel aufs Papier gebracht habe. Ich wollte die Zeit im Auge behalten und notiere jeden Eintrag sorgfältig in einem separaten Notizbuch. Aber manchmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den vorherigen Tag markiert habe, da seit meinem letzten Eintrag zu viel Zeit vergangen war. In den letzten Wochen fand ich mich öfters am Ufer oder an der Klippe der Mühle wieder, ohne eine Erinnerung daran, wie oder wann ich dorthin gekommen bin. Und wenn ich herumfrage, welcher Tag heute ist, kann mir niemand eine gute Antwort geben, zumindest nicht dieselbe. So ist es also der Fluch, der unseren Verstand immer heimtückischer vergiftet. Dies ist wohl mein letzter Versuch, mich an das Geschehene zu erinnern. Nur die Arbeit zählt und hilft mir, jeden Tag zu überstehen. Ich darf das Arbeiten nicht vergessen. Morgen werde ich diese Seiten wegwerfen, wie ich es vor langer Zeit versprochen habe. Ich darf nicht vergessen, auf den Hügel zu steigen, wo der Wind am stärksten ist. Das hat mir jetzt unheimlich viel weitergebracht. Natürlich. Oh, was Kopf. Was ist das davon? Oder? Dieser Soldaten waren wütend. Auch die Soldaten blieben nicht verschont. Wer nicht von Krankheit oder Durst dahingerafft wurde, der ist aus schierer Verzweiflung gestorben. Was war es bei euch? Verzweiflung. Definitiv. Da ist auch noch was. Ja, wir will schauen, ob ich nachgeladen habe. Okay, warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Aber da waren wir noch nicht oben. Na, wer bist denn du, junger Mann? Wie, das war's hier? Unser Lagerfeuer ist auf jeden Fall nochmal voraus. Die Tunnel gehen überraschend tief runter. Zur Blütezeit war das ein beeindruckendes Bergwerk. Seht ihr den Lift? Er führt bis auf den Grund der Mine. Wir müssen noch weiter runter. Oh Mann. Lore um Lore wurden nach oben befördert. Alle voll beladen mit Erzen. Ich sehe da drüben was Lilanes. Das heißt, hier gibt es eine verfluchte Truhe irgendwo da. Nee. Wo geht's denn hier hin? Was ist da drüben? Noch mehr versiegelte Tunnel. Noch mehr Tod in der Finsternis. Okay.
Das ist der Gleisanker, die Dios zu holen, fertig. Stimmen von Toten klingen hier nach. Ich habe mich bei Gray darüber beschwert, dass es in den Tunnel so heiß ist. Aber Wilson sagt, da lässt sich nichts machen. Mehr Brennstoff für den Hochofen, wenn du deinen mickrigen Lohn haben willst, antwortet er nur. Das hört sich ja schlimm an. Geht es dir gut? Wenn die Hochöfen glühen, würde ich hier ungern arbeiten. Die Arbeit, die die Männer hier verrichteten, sollte New Eden reich machen. Okay, wo muss man dich hinschieben? Da hoch, ne? Weil irgendwie müssen wir an das Figürchen kommen. Ist hier schon? Nein, ja. Was ist mal los? Da gibt's noch einen Blitz. Da ist doch auch irgendwie was. Das kriege ich aber nicht auf. Mensch. Nee. Wie komme ich an die Figur? Wo waren die? Okay, ich glaube, ich muss dann hier rauf, ne? Haben die Bergleute bei Ausbruch der Krankheit aufgehört zu arbeiten? Sie haben gearbeitet, bis sie nicht mehr konnten. Ah, hier ist es. Bergbauarbeiter, okay. Das ist eine. Fest, verdammt. Da unten ist eine mächtige spektrale Präsenz. Viele von uns sind hier unten ums Leben gekommen. Teufel war das? Ich würde sagen, der ist beschäftigt. Den lassen wir lieber. Oh nein. Sie kommen. Was? Mach dich rar. Was soll ich? Das sind neue Gegner, ne? Haben wir ein paar übersehen? Nein, dann lieber. Oh, lass mal das Ziel versorgen. Hier, bedien dich! Schön, dass ihr bei uns seid, Sebastian. Erklärt ihr uns bitte, was wir da gehört haben? Das kann ich nicht. Was nun? Ich schlage vor, wir schlagen uns durch die Barrikade. Folgt mir bitte. Du willst, dass wir da durchgehen? Das war mir jetzt schon fast klar. Dann schauen wir doch erstmal da oben nach, was wir hier entdecken können. Nichts. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah. Oh, das war schlecht. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Ich habe hier, glaube ich, einen kleinen Bug entdeckt. Ja, ich
werde mir das Spiel wahrscheinlich neu laden müssen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Gott sei Dank gibt es sehr viele Speicherplätze. Okay, untersuchen. Briefe eines Bergarbeiters, mein Liebling. Ich schreibe dir direkt, weil deine Mutter mir sagte, dass dich die neuesten Meldungen traurig gemacht haben. Es ist alles gut. Wir sind hier zu unserer eigenen Sicherheit eingesperrt, auf dass sich die Krankheit nicht weiter ausbreitet. Die Krankenschwestern kümmern sich gut um uns und die Männer von der Miliz bringen uns Essen, Wasser und andere Vorräte. Es wird schon bald vorüber sein und dann werde ich nach Hause kommen. Wir werden im Fluss angeln und mit Dudley spielen. Ich werde dir das Schießen beibringen, aber das wird unser kleines Geheimnis bleiben. Hilf deiner Mutter im Haushalt und auf dem Markt, kümmere dich gut um deinen Bruder, sag brav deine Gebete auf und bleib stark. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Das glaube ich nicht, aber hier hat man glaube ich die zweite Figur. Und dahinter ist dann schon... Irgendwas Bösartiges ist damit verbunden. Ja, aber ich habe glaube ich bloß zwei, ne? Genau. Einen haben wir übersehen. Die haben wir glaube ich alles abgesucht. Da ist was verbarrikadiert, aber man kann eigentlich drüber hüpfen. Die kann es wahrscheinlich nicht zerspringen, ne? Ich probier's mal. Nee. Dann bleibt uns jetzt keine andere Wahl, als erstmal da durchzugehen. Die Schießpulversbestand. Okay. Da ist die Figur. Wir können das oben machen. Genug Schießpulver, um uns alle umzubringen. Genug, um dich umzubringen, meinst du wohl? Ja, genug Schießpulver, um auch mich umzubringen. Auch. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da tiefer reingehen, holen wir sie das Zeug da oben. Ich befehle euch, geht jetzt. Genau, macht einen Abflug. Ein Herz der Tapferkeit. Verbannungsschaden? Okay. Aktuell haben wir ja das, Verbannungsschaden 250, 210. Das geht schon ziemlich runter, das ganze Zeug hier. Die anderen könnten wir sogar mal aufrüsten. Ja, hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber besser haben als nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Oh,
Da waren wir. Dann gehen wir da lang. Was ist das? Ein provisorischer Kontrollpass. Markiert die Mitte. Markiert die Mitte? Okay. Haben Sie mit einem ganzen Regiment gerechnet? Mehr oder weniger. Wir wussten, dass die Sterbenden nicht kampflos aufgeben würden. Wir mussten sie davon abhalten, den Rest zu infizieren. Reizend. Wer kann es einem Mann verdenken, lebend nach Hause zurückkehren zu wollen? Nichts darf die Mine verlassen. Na. Okay, von da aus gibt es gute Abzweigungen. Da geht es, glaube ich, lang. Dann schauen wir noch erstmal hier nach. Wir spielen Spiele, während wir auf den Tod warten. Ja, was willst du machen? Willst du in der Ecke hocken und verkümmern, oder? Ich höre ein bisschen ablenken. Wenn du dich ausruhen musst, dann am besten hier. Das ist doch eine gute Idee, da können wir doch updaten. Da kriegen wir nochmal was. Eine Flinte. Wieder was? Körpertreffer mit dem Gewehr verursachten 100% mehr Schaden. Das ist natürlich schon ein schönes Stück, aber allerdings, na gut. Stärke 11. Da leidet halt ein bisschen die Vitalität runter. Aber ehrlich gesagt, wenn ich die updaten kann irgendwann mal, was brauchen für die? Eine Geisel und Winterlieb. Hast du mich in Winterlieb? Niemand darf sich den Eingängen nähern, wenn er nicht harsch bestraft werden möchte. Harsche Regeln, Sebastian. Habt ihr sie aufgestellt? Ich bedauere die Notwendigkeit. Okay. Bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Okay, wir können hier was entwickeln. Was haben wir? Einen roten Punkt. Ne, wir haben alles aufgebaut. Das ist ja das Problem. Wir haben ja nichts mehr übrig. Ich glaube, das alles schon verzweigt war, das kann ich ja nicht mehr nehmen. Das schaut sich ja bloß um. Tja, müssen wir warten, bis wir was Neues kriegen. Okay. Kleidung ist schon mal wichtig. Nahkampfangriff. Da geht halt unheimlich alles runter, ne? Was? Drei Geiselanlagerung? Wow. Soll ich die klauen? Was, das war's jetzt? Schauen wir mal, ob da noch irgendwie was anderes ist zum Updaten. Wie das hier zum Beispiel. Das zieht dann immer noch zu arg runter. Okay, lassen wir es mal. Und hier? Ja, das war's. Schnellreisen geht hier nicht mehr. Wir müssen praktisch die Story hier durchziehen. Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich
Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.